Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Ich bin jetzt mit meinem Main-Account auf der Suche nach den ganzen Denro-Kolos. Das heißt, wenn ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich schon alle. Ich habe auf meinem zweiten Account angefangen und dabei habe ich eine Secret Cave gefunden. Und zwar hier hinten bei dem Fake-Krankenhaus. Habe ich hier den Dendrokulos eingesammelt und gesehen, man kann hier was kaputt machen. Und darunter ist halt eine ganze Secret Cave mit Gegnern und Truhen und allem drum und dran. Was man hier ein bisschen erforschen kann, die sind immer wieder auch ein bisschen Stuff, den man so einsammeln kann. Also habe ich mir gedacht, nimmst du mal mit, was du alles hier so findest. Kleines Mini-Video dazu. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich rausbringe oder nicht, das Video. Ich habe mir einfach mal gedacht, hey, machst mal. Vielleicht haben das noch nicht alle gefunden. Und hier sind auch Skarabäen, die ich noch gesucht habe, aber nie gefunden habe. Ich denke, auf der Minimap hier sind Skarabäen eingezeichnet. Ah, hier ist nichts. Und ihr seht hier, ne? Eine schöne Kiste, ein paar Gegner, ein paar Ausgänge. Und das werden wir jetzt uns hier alles ein bisschen vornehmen. Guten Tag. Gehen Sie bitte runter. Emerge, right now. Emerge. Game done. Time is over. Quietly now. Teamwork is dream work. Let's light it up. So. Einmal alles einpacken, bitte. Ja, zu dir oben komme ich gleich, warte. Okay. Dann hätten wir hier einmal alles eingesackt. Und weiter geht's. Retribution. Gotcha. Hier noch mal eine schmucke Kiste. Aus irgendeinem Grund liegen hier auch tote Hilly-Churls rum. Es war nicht ich, wie man meinen könnte. Aber die liegen hier auch vorher schon. Da könnte man irgendwo oben im Berg raus. Wenn man dann irgendwas hätte, mit dem man sich so hoch boosten kann. Extra Fleisch. Und hier zur anderen Seite ist dann auch noch mal. Ich mal so ein paar Nervensägen. Quietly now. Verdict is? Right now, show them.
Nochmal hier schön der Kiste. Better than nothing. Geht's da nochmal weiter? Jetzt hier oben auch nochmal. Gotcha. Das ist auch eine sehr schöne Farmroute für Fleisch, wie man sieht. Und hier hinten kommt man wieder raus. Auch wir mit so einer kleinen Cutscene. Und hier findet man das Ding. Und das gibt uns eine Quest. So wie ich das verstanden habe. Ach nee, das gibt uns direkt einen Erfolg. Also ich habe nur gesehen, es ist auf der interaktiven Minimap halt als einen Gegenstand markiert. Ich kann auch hier noch ein bisschen lesen. Ein bisschen Lore. Dass da halt was liegt. Aber ich weiß nicht, ob man das nur findet, wenn man durch diese Höhle durchgeht oder ob man das vorher auch findet. Deshalb habe ich mir gedacht, hey, zeigst die ganze Höhle halt. Ich weiß nicht, ob man einfach auch von der anderen Seite kommen kann und den Stein kaputt schlagen kann. Ob das irgendwie so gemacht ist, dass es nur von innen geht. Ich weiß gar nicht, ob weiter vorne noch ein bisschen Text war. Ich weiß nur, dass hier innen drinne. Zum hinteren Ende was ist. So. Nicht weglaufen. Warum kommt ihr bitte raus? Ich tue euch nichts, versprochen. Time for Retribution! Fleisch ohne Ende. Sorry. An alle Leute, die kein Fleisch mögen. Aber da ist das Spiel dran schuld, dass es hier so viel Fleisch hinschmeißt. Nicht ich. We'll need more where that came from. Genau. Und hier ist auch ein Dendrokulos zum Schluss. Das heißt, man müsste hier dann so oder so rein. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Höhle gefunden habe. Denn ich stand hier oben drauf, auf diesem alten Felsen, und habe einen Dendrokulos gesucht, der halt da auf der interaktiven Minimap eingezeichnet war und ich ums Verrecken das Ding nicht gefunden habe. Das heißt, den nehme ich hier mit, habe den endlich gefunden und haben natürlich gleichzeitig ein Achievement abgeschlossen und nochmal eine Höhle mit ein paar Kisten gefunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht rausgefunden gehabt. Bis dahin. Ciao, Leute.